aufs Tor. Oh, sehr schön. Gut gemacht, Bots. Er wird jetzt aufs Tor abziehen und der wird er wahrscheinlich einen reinzimmern. Torschuss wird jetzt kommen. Ja. Ja, und jetzt wird es gleich 1:1 stehen. Das wird die ganze Sache ein bisschen spannender machen, weil Kipper, ja, Kipper hat halt keine Chance. Er ist halt ein Idiot. So, jetzt haben wir noch eine halbe Minute, glaube ich. Blitzstoß! So, jetzt ist er dran. Jetzt muss ich erstmal vorstoßen. Ich werde vorstoßen. Ich werde die machen. So, dann werde ich einen Pass setzen. Ich werde einen Pass auf Titus setzen, weil ich habe nur noch ganz wenig Zeit. Und ich werde einfach versuchen, irgendwie da ein. Nee, das wird nichts mehr. Schade. Ich werde mit Titus trotzdem nochmal raufschießen. Es wird zwar nicht viel bringen. Nee, es wird gar nichts bringen. Es wird vielleicht doch was bringen, weil man kriegt Erfahrung, wenn man Aktionen durchführt, wie zum Beispiel einen Torschuss. Und dann müsste das eigentlich so schon ganz gut sein. Ja, ein Gleichstand. Wir haben einen Gleichstand geschafft. Die Luka Gorgs sind stark, aber wir haben einen Gleichstand erzielt. Wir hätten jetzt auch in Führung bleiben können. Ich hätte dann einfach einen Spieler nehmen müssen, den hätte ich dann hinter mein Torwart gestellt. Bagheera lernt eine Ability, das ist natürlich total beschissen für mich. Hinter den Torwart gestellt und dann hätte ich mir einfach ja, den Sieg irgendwie erschummelt. Aber das wollte ich gar nicht. Weil ich will ja gewinnen wie ein echter Blitzballspieler. Yes! Jetzt kommt die zweite Halbzeit, die geht dann auch nochmal 5 Minuten. Und das Geile ist, ja, ihr schreit erstmal rum, ihr müsst die Girls mit allen Mitteln stoppen. Klar! Und ich? Hol dir den Ball! Schieß, sobald du frei bist! Ja, das will ich machen. Wir stoppen die Girls! Woo! Ja. Bin immer schussbereit! Ja, das wird auch sein. Wenn sobald Titus den Ball kriegt und in Tornähe ist, wird er eine Technik einsetzen, die schon 1000 Jahre alt ist. So, ich werde jetzt nämlich. Ich bin eben mit Titus auf Level 3 gestiegen und kann jetzt neue Abilities anlegen. Und das hier ist das Jacked Spezial. Die Technik, die er auf dem Schiff von seinem Vater, beziehungsweise aufgrund von Erinnerungen seines Vaters gelernt hat. Das ist einer der besten Schüsse im gesamten Spiel. Wenn ich nur im Ansatz an den Punkt komme, dass ich einen Torschuss starten kann, dann wird die Welt eine schönere sein, weil ich beende die Schreckensherrschaft der Luka Girls und die Schreckensherrschaft der Beside Oros beginnt im Blitzball. Ich hoffe, ich kriege jetzt den Ball, weil wenn ich den Ball nicht kriege, dann wird es schwierig. Das ist übrigens immer eine Glückssache. Und ich kriege den Ball mit Sicherheit nicht. Ja, nee, ich habe den Ball gekriegt, ist das schön. Ist das schön. Oh, ist das schön. Ich werde jetzt anlocken, die Schweine. So, und jetzt werde ich einen Pass setzen. Pass Titus. Und wenn das klappt, ja, dann habe ich gewonnen. Dann habe ich mit ziemlich großer Sicherheit gewonnen. Dann geht es eigentlich nur noch darum, wer die meisten Tore schießt. So, Titus, jetzt zeig mal, ob du immer schussbereit bist. So, wir werden jetzt vors Tor preschen. So, wir haben zwei Spieler vor uns. Wir werden nicht vorstoßen. Wir werden das Jack-Spezial Nummer 1, eigentlich ja Nummer 3, wie wir auf dem Schiff gelernt haben, aber hier Nummer 1, einsetzen und sehen, was passiert. Bam! Der Frau, voll in die Fresse! Bam! Der anderen Frau, auch in die Fresse. Ja, das Jack-Spezial beruht darauf, dass man Frauen den Ball in die Fresse und in die andere Fresse tritt. Und der Schuss und... Bäm! Och, du bist so ein kleiner, hoffnungsloser Fall, Claudia. Das war ein Tor, das zweite Tor und ich führe jetzt. Woo! Yes! Yes! Jetzt kann ich mir hinten reinstellen und einfach, ja, einfach warten, bis ich das Spiel gewonnen habe. Aber das will ich gar nicht. Ich will, wie gesagt, wie ein echter Blitzballer, wie unser großes Vorbild Jacked, weil Titus liebt ja Jacked, das haben wir mittlerweile gemerkt, werde ich spielen und siegen. La 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 la. So, jetzt kommt erstmal Angriffsphase. Ja, ich hoffe mal, dass die alle jetzt kein Tor schießen, das wäre ein bisschen doof. Graf hat den Ball bekommen. Das interessiert mich doch, weil der 13 Torwert hat. Das ist gar nicht gut. Los, schnappt ihn euch! Haltet ihn auf! Eine? Da sind drei Leute, vier Leute in der Nähe. Was? Danke, du bist so ein Gott. Du bist so ein Blitzballgott, Kollege. So ein Gott. So. Ja, vorstoßen wäre jetzt so eine Sache. Das wird knapp. Ich kann allerdings einen Pass setzen. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der ankommt. Und den würde ich gerne...
Ja, den würde ich gerne zu Letty setzen, weil Letty eigentlich ziemlich gut ist. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Letty, dat, Letty. Ich würde ihn zu dat setzen. Weil ich glaube nicht, dass er bei Titus ankommen wird. Ich hoffe, dass er überhaupt durchkommt. Ja, er kommt durch. Geile Sache. So, dat an den Ball. So, zwei Leute vor mir wäre nicht gut. Okay, das ist nicht so schön. Ja, beide zu überwinden, das wird schwierig. Ich werde es trotzdem machen. Ich werde es versuchen, irgendwie beide zu überwinden. Wenn ich kolossales Glück habe, dann klappt das, aber ich glaube nicht. Nee, wie man sieht, der erste war schon katastrophal. Ja, schade, er hat den Ball verloren. Wir müssen versuchen, die Gegner irgendwie in ihre Ecke da hinten festzusetzen. Das wird schwierig, weil ja, der Angriff wird hier wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein, wie man gerade sieht. Vor allem nicht von Dat. Ja, ein Tor wäre jetzt nicht so schön für mich. Ich hoffe mal, dass der da keinen schießt. Ein Torschuss macht er, ja, großartig. Das ist das Beste, was er machen kann. So, der Torwart wird immer weiter sinken und ich hoffe, um Gottes Willen, ich hoffe. Fang ihn bitte! Ach, du bist so göttlich, du hast ihn zumindest abprallen lassen. Ach, ich danke dir. So, und jetzt hat Titus den Ball. Und wenn Titus den Ball hat, wisst ihr ja, was passiert. Titus wird ein bisschen erstmal Fleisch hacken. So, ich werde dribbeln. Ich hoffe, dass er den Ball durchkriegt. Es könnte klappen. Es könnte klappen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich werde einfach mal raufschießen, so aus Jux. Weil jetzt ist es gleich vorbei. So, nach 3 Minuten passiert nämlich was ganz Besonderes. Wir führen, das ist extrem geil. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch unseren Sieg verteidigen. Aber ich würde gerne noch ein Tor schießen. Wir werden sehen, ob das klappt. Jetzt melden sich nämlich die Zuschauer, deswegen endet das Spiel jetzt kurzfristig. Lalalala. Ja, das erste Spiel ist sehr schwierig. Das erste Blitzballspiel. Viele, die das Spiel selbst gespielt haben hier, also FF10, werden das erste Blitzballspiel wahrscheinlich verloren haben, da eben die Luca Girls in sehr, sehr vielen Attributen der eigenen Mannschaft wirklich überlegen sind. Man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man viele Pässe setzt, irgendwie versucht nie mehr als zwei Angreifer oder Verteidiger der Gegenmannschaft irgendwie vor sich zu haben. Und man muss auch Glück haben, wenn man das Pech hat und irgendwie... und irgendwie den Ball am Anfang nicht gleich kriegt, dann wird es schwierig. Weil die Gegner halt auch sehr hohe Torwerte haben. Ja, aber bislang sieht es sehr gut aus. So, alle brüllen nach Wacker und Titus fühlt sich verpflichtet. Ja, dem Beside Auras dieses letzte Spiel zu gönnen. Das ist Wackers letztes Spiel, wie er schon gesagt hat eben. Nach dem Finale ist Schluss mit Blitzball. Ja, er verlässt das Spielfeld. Denn Wacker soll die letzte Möglichkeit haben, nochmal ein Spiel zu machen, bevor er dann irgendwann mal stirbt. Keine Ahnung, von einem Monster gefressen oder zermalmt wird, oder wenn er dann von Lulu irgendwie mit ihrer Zorneswut überrannt und in Jose zerquetscht wird. Das war natürlich eine schwere Entscheidung, aber das Spiel gehörte einzig und allein Wacker mit den Beside Auras. Ja, und dieses letzte Spiel sollen sie bekommen. Was ist passiert? Das Stadion bebt! Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird er kommen. Bixum ist schon sehr beeindruckt. Da! Da kommt Wacker! Er ist wieder zurück auf dem Feld. Er wird zwar verletzt, aber wie scheint, hat er noch genügend Kraft. Er wird von seinen Kameraden herzlich empfangen. So, Wacker, du führst mit einem Tor. Um Gottes Willen, bitte versau's nicht. Bitte versau's nicht, sonst muss ich dich schlachten. Yeah! Fucking Punch! Yes! So,
Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, nicht zu verlieren. Darum ging es auch von Anfang an. Ich muss verhindern, dass die anderen ein Tor schießen. Es wäre geil, wenn ich selbst noch ein Tor schieße. Dafür muss ich jetzt allerdings ein bisschen Glück haben. Ja, und die Gegner haben den Ball. Das heißt, ich habe kein Glück, ich habe eher Pech. Wie schön. Ich muss den Ball irgendwie kriegen, ansonsten ist es vorbei. Er setzt einen Pass. Oh, bitte, bitte fang den Ball ab. Bitte, du bist so dämlich, Wacker. Wacker, du bist so dämlich. Wenn die jetzt ein Tor schießen, ist das ganz allein deine Schuld, Wacker. Ganz allein deine. Nur deine. Ach, die werden ein Tor schießen. Ach, Wacker, ich hasse dich. Ich hasse dich so abgrundtief. Du bist so verabscheuungswürdig. Boah, ich werde dich an die Wand nageln. Ja, Bots, du hast das Spiel gerettet. Bots, du bist so viel besser als Wacker. Oh, du bist so viel besser. So viel besser, das ist unvorstellbar, wie gut du bist. Ja, Bots wird versuchen, einen Pass zu setzen. Ich hoffe, er hat bloß einen Spieler vor sich. Och, du bist so gut, Bots. Bots, du bist der Beste. Ja, er wird jetzt versuchen, einen Pass durchzubringen, was nichts bringt, weil, ja. Er kann weder vorstoßen, noch kann er einen Ball irgendwie abfangen. Oder einen Ball passen, weil das wird beides nicht durchkommen. Ich kann nur versuchen. Nee, ich kann gar nichts versuchen. Ja, der Ball wird auf jeden Fall an den Gegner gehen. Ach, verdammt. Ich werde versuchen zu passen, das wird nichts, das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht, wenn die Welt doch ein wenig gut zu mir ist, kriegt vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht kriegt Letty ja den Ball, aber der wird mit Sicherheit abgefangen werden. Och, er wird nicht abgefangen, ist das schön, och, wie schön. So, jetzt wird er aber abgefangen, mit Sicherheit. Ja, vom Gegner, und zwar von der guten Dora. Eine Minute muss ich noch durchhalten. Wenn ich das schaffe, habe ich das Spiel gewonnen. Um Gottes Willen, versaut bitte nicht. Wacker hat's schon versaut. Ja, du bist so gut, Letty. Letty, du bist der Beste. Du bist der Beste von allen, Letty. So, jetzt werde ich Letty erstmal passen lassen. Und zwar zu Wacker. Ja, ihr werdet euch denken, okay, Wacker, der ist ziemlich beschissen. Und wahrscheinlich ist das nicht so klug, dass ich das hier mache, aber ja, er soll zumindest noch einmal die Möglichkeit haben, einen Schuss aufs Tor zu bringen. Wird zwar nichts bringen, weil er jetzt vier Leute am Arsch hängt, aber er wird zumindest noch einmal einen Schuss aufs Tor lenken können. So, hier, ein Giftschuss, wenn wir passen, zack und kraus. Zack, ja, und der nächste will ihn abfangen. Ja, Wacker hat nochmal einen Schuss gemacht im letzten Spiel. Wir haben das Spiel auch gewonnen, das ist sehr schön, weil die Gegner haben keine Chance mehr zu gewinnen, weil das Spiel vorbei ist. Woohoo! Yes! Und die Schreckensherrschaft der komischen Luca Girls ist vorbei. Sie haben verloren gegen die Verlierer der letzten 21 Jahre. Gegen die Bizarre Spoiler und den unfassbar geilen Titus. Yes! Ja, das war geil. Als Siegprämie bekommen wir einen Angriffssphäroiden. Das ist ein Spheroid, den wir in ein leeres Feld einsetzen können. Und dann bekommen wir 4 ganze Stärkepunkte. Also eine sehr geile Sache hier für als Siegprämie. Sehr geile Sache. Ja. Unglaublich! Die Geschichte des Blitzballs wurde neu geschrieben! Ja, so schön! Ich bin der Beste. So. Wir haben gewonnen! Bis hierhin speichern, ja, wir werden speichern. Damit werde ich die Folge auch beenden, weil die, ich habe jetzt am Stück, glaube ich, so gute 22 Minuten aufgenommen. Wir speichern jetzt die Kiste hier, Luca, Stadion, Aros, Kabine, speichern, ja. So, hier werde ich das Spiel kurzzeitig beenden. Wünsche euch viel Spaß und so. In der nächsten Folge geht es sehr geil weiter. Adios!